Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um Software und zwar um das neue Lumina 4. Es gab ja schon Lumina 2018, dann Lumina 3 und jetzt Lumina 4. Lumina 4 kommt mit einer super neuen Funktion und zwar heißt das Ganze IA Sky Replacement. Auf Deutsch ersetzen des vorhandenen Hintergrunds. Und das Ganze funktioniert so genial und so einfach, dass es mich zum Schluss dazu bewegt hat, mir die Software auf jeden Fall zuzulegen. Wie das Ganze funktioniert, wie einfach es vor allem funktioniert, das zeige ich euch anhand von Beispielbildern im Video. So, ich habe Lumina 4 für euch schon mal geöffnet. Ich möchte jetzt gar nicht groß was zur Benutzeroberfläche sagen. Dafür soll das Video jetzt nicht da sein. Es geht jetzt mir wirklich nur darum, um diese neue Funktion, um diesen AI Sky Replacement. Ein Filter ist es ja nicht, es ist ja eine Funktion, mit dem ihr bei Lumina 4 jetzt euren Hintergrund, euren Himmel komplett ersetzen könnt. Und das Ganze in einer Qualität, wo ich wirklich sehr, sehr überrascht war. Deswegen habe ich euch hier, ihr seht es auf der linken Seite, schon mal einige Bilder reingeladen in die Software, von denen ich denke, dass hier das Ersetzen des Hintergrunds schwierig sein könnte. Wenn wir uns jetzt mal das erste ansehen, was wir hier schon mal auf dem Bildschirm haben, dann ist das für Photoshop echt eine Herausforderung. Denn ihr seht, hier sind lauter kleine Felder, die müssten wir alle maskieren. Auch diese kleinen Metallstangen, die hier sind und auch der Kran selber. Hier oben, da sind wirklich so viele kleine Felder, das in Photoshop zu ersetzen, beziehungsweise den Hintergrund da zu ersetzen, das macht echt viel Arbeit. Da kommt uns jetzt hier bei Lumina 4 diese Funktion, diese Himmelsfunktion zu Hilfe. Und zwar gehen wir hier an die Seite, auf den Bereich Kreativ und dann seht ihr hier schon AI Sky Replacement, also auf gut Deutsch Himmel ersetzen. Jetzt ist das Ganze wirklich, wirklich, wirklich einfach. Ihr geht einfach hier auf die Himmelsauswahl, schaut euch nochmal das Foto an. Wir haben hier einen bedeckten Tag in Berlin, zwar wirklich wolkig, ist halt so, kann man dann auch nur so fotografieren. Aber ich möchte das Ganze natürlich ein bisschen aufpeppen und möchte da ein cooles Bild draus machen. Selbst aus einem Baustellenkran kann man hier, wie gesagt, auch ein cooles Bild machen, einen Hingucker. So, dann sehen wir hier auf der rechten Seite, es gibt verschiedene Hintergründe, also verschiedene Skies, die hier schon mit inklusive sind, die werden mitgeliefert. Das heißt, es sind Vorlagen. Und da wählen wir uns jetzt mal zum Beispiel einen Sonnenuntergang aus. Wir nehmen mal hier Sunset 2, klicken das Ganze an, dann rechnet er einen kleinen Moment und dann seht ihr, das ist mal richtig mega cool. Und zwar haben wir hier den kompletten Hintergrund ersetzt. Wir haben hier oben nochmal einen Button, vorher, nachher. Das kann ich euch nochmal zeigen. Jetzt seht mal ein völlig langweiliges Baustellenbild und ein ziemlich dramatisches Baustellenbild. Das finde ich mega. Und wenn wir jetzt mal hier reingucken, uns das Ganze ein bisschen vergrößern, dann seht ihr, dass hier wirklich jeder kleine Zwischenraum ist mit dem neuen Hintergrund ersetzt. Also das ist wirklich, ja, das war letztlich der Grund, warum ich mir jetzt die Software auch so zugelegt habe. Weil da sitzt du in Photoshop, das kann eine Stundenaufgabe werden. Das wirklich und länger, das wirklich so hinzubekommen. Kommen wir noch zu den Einstellungen, die hier noch möglich sind. Und zwar können wir hier die Position des Himmels, also den Horizont, verschieben. Das heißt, wir können ihn hier ein bisschen höher oder tiefer rücken. Ihr seht das, dann rückt er hier hoch oder runter. Wenn ihr jetzt einen schwierigen Hintergrund habt, wie zum Beispiel, hier unten seht ihr, ist eine ziemlich harte Grenze jetzt noch, dann können wir hier Himmel verblenden machen. Himmelfetzt auch, haben sie nicht richtig übersetzt. Okay, Himmel verblenden können wir da machen. Wenn wir hier ein bisschen hochgehen, dann seht ihr, dann wird der Übergang ein bisschen weicher. Das heißt, wenn das nicht so ganz passt auf eurem Bild, hier ist es natürlich günstig, wir haben durch die Baustelle eine harte Kante. Wenn ihr jetzt aber wirklich irgendwo am Berg oder sowas habt oder ihr habt einen glatten Horizont und da passt das nicht, könnt ihr das Ganze ein bisschen besser überblenden und dann passt es auch besser zum Bild. So, ich ziehe mal den Horizont hier weiter runter und dann können wir noch Relight sehen. Das ist eine super Funktion und zwar passt unser Programm, ihr seht es, ich habe es jetzt mal ganz ausgemacht, passt unser Programm, unser ursprüngliches Bild im Bildlook an den Hintergrund an. Das heißt, ich schiebe jetzt den Regler mal hoch und dann seht ihr, dann hat das ganze Bild mehr so einen Orangeton. Das heißt, das Programm guckt jetzt, wie ist der Hintergrund und an diese Hintergrund, Farbkomposition, quasi die der Hintergrund hat, passt er den Rest des Bildes an. Mega Funktion, braucht ihr also nicht groß irgendwas rumexperimentieren mit irgendwelchen Farben, sondern ein Regler hoch und runter, super. So, wenn ihr jetzt mal ein Bild habt, wo das nicht wirklich sofort passt, also
wo nicht alle Zwischenräume erkannt wurden etc., dann könnt ihr hier diesen Schieberegler benutzen, Lücken schließen. Wenn ihr den ein bisschen weiter nach rechts, ein bisschen höher schiebt, dann rechnet er nochmal nach, rechnet noch ein bisschen genauer und dann werden auch diese Lücken wirklich oder Übergänge perfekt geschlossen. Was ich auch noch cool finde, ist, dass wir einen Defokus mit drin haben. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer Blende 2.8 zum Beispiel fotografiert hätte, dann wäre mein Hintergrund ja in der Regel zum Beispiel bei Porträtfotografie verschwommen. Das heißt, wenn ich jetzt den Hintergrund austausche in der Porträtfotografie, würde das natürlich so nicht passen, denn da möchte ich ja einen verschwommenen Hintergrund haben. Und das können wir hier ganz einfach machen. Schieberegler hoch und dann seht ihr, dann haben wir auch einen verschwommenen Hintergrund. Das kann man jeweils nachher an das entsprechende Bild anpassen. Ihr seht, wirklich mit ganz, ganz einfachen 2-3 Schiebereglern habt ihr einen super Effekt. Ich zeige es euch nochmal vorher, nachher. Ja, vorher echt ein langweiliges Bild und nachher sieht es schon echt cool aus. Das Ganze zeige ich euch jetzt nochmal mit einem Brautpaar aus dem Brautpaar-Shooting ein Foto. Da war es wirklich so, dass es auch bedeckt war und es war einfach eine graue Suppe der Himmel. Das ist jetzt natürlich fürs Brautpaar, ja, die Situation ist so, der Tag ist so und das Foto ist so. Aber auch da kann man was rausholen. Und zwar machen wir das auch, indem wir einfach einen anderen Himmel einsetzen. Das zeige ich euch gleich mal. Um das Ganze nur nochmal zu sehen, ihr seht das, wer schon mal mit Photoshop versucht hat, solche Zwischenräume hier, wie bei den Bäumen, die ganzen Blätter, das zu ersetzen, der weiß, dass das quasi fast unmöglich ist. Zumindest sieht man es nachher auf jeden Fall ganz deutlich. Hier bei Sky Replacement wählen wir uns jetzt mal zum Beispiel einen Sonnenuntergang aus, einen dramatischen Sonnenuntergang, klicken den an und dann guckt euch mal den Unterschied an. Also da ist eigentlich nicht mehr viel zu sagen, also besser geht es schon fast nicht mehr. Wenn wir uns da jetzt auch mal hier reingehen in die Tiefe und wir holen uns das mal ein bisschen ran, dann seht ihr schon, wie genial hier auch die Blätter berücksichtigt wurden. Und die Lücken zwischen den Blättern sind alle ausgefüllt. Da ist nichts, was irgendwo, keine Ahnung, wo man nacharbeiten muss oder so. Das ist wirklich mega genial, finde ich. Und das ist wirklich ein schwieriges Foto. Wer das wirklich schon mal vielleicht versucht hat, so ein Foto in Photoshop nachzuarbeiten, da einen anderen Hintergrund einzufügen. Also das ist Respekt, wer es dann so hinbekommen hat, wie es hier ist. Das ist wirklich eine super, super mäßige Arbeit. Hier mit dem Filter, ihr habt es gesehen, ein Klick, super. Hier könnte man jetzt nochmal die Funktion anwenden, dass wir den Fokus ein bisschen wegnehmen hier hinten. Das heißt, das Ganze ein bisschen verschwimmen lassen. Ich würde mal hier einen 7 oder 8 Wert nehmen. Sieht auch nochmal ein bisschen cooler aus. Zusätzlich von dem Foto, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, ich will es euch nur einmal zeigen, gibt es noch eine Funktion Sonnenstrahlen. Und die finde ich auch eigentlich ziemlich cool. Und zwar platziert ihr hier das Zentrum eurer Sonnenstrahlen. Ich sag mal, ich nehme das vielleicht mal hier hin. Wo die Sonne nachher war, ist jetzt auf dem Bild, soll auch nur zur Demonstration gelten. Also zur Demonstration mal euch das Ganze zeigen. Und dann mache ich die Sonnenstrahlen an. Und dann seht ihr schon, dann schaut hier Lumina und guckt, dass die Sonne wirklich realistisch dort nur durchstrahlt, wo sie quasi im realen Leben auch durchstrahlen würde. Das heißt, wir setzen sie nicht nur als Overlay einfach oben rauf, sondern je nachdem, wo wir es hinsetzen, kommt auch nur da Sonne durch, wo sie auch im realen Leben auch durchstrahlen würde. Und das ist auch eine super Funktion. Ihr könnt hier noch die Wärme der Sonnenstrahlen einstellen, etc. pp. Wenn wir das Ganze jetzt mal hier hinsetzen, und dann machen wir die, könnt ihr hier zum Beispiel Farbtemperatur ändern, die mache ich jetzt mal ein bisschen heller, oder die Sonnenlichtmenge könnt ihr hier einstellen, wie viel das strahlt, dann der Radius, Anzahl der Sonnenstrahlen könnt ihr runterlegen oder eben könnt mehr machen, die Länge der Sonnenstrahlen kann man einstellen, etc. Und da hat man ruckzuck aus einem, ich möchte nicht sagen einfachen Bild, aber aus einem Bild mit einem schwierigen Himmel, mit einer schwierigen Himmelssituation, hast du mal einfach ein richtig cooles Hochzeitsbild gemacht. Ich zeige euch das Ganze nochmal. Im Vorher-Nachher-Bereich. Ihr seht, das ist unser Vorherbild und das ist unser Nachherbild. Ich meine, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das Ganze wirklich mit 2-3 Mausklicks habt ihr hier ein super Foto geschaffen. Wir haben noch ein drittes, das ist auch, auch ein Brautpaar. Der Himmel ist schon gar nicht so schlecht, war schon gut, schöner blauer Himmel, kann man so nehmen. Aber auch hier können wir noch mehr rausholen. Und zwar nehmen wir hier auch mal wieder einen Sonnenuntergang und fügen den mal ein. Und wow, seht ihr? Also mehr Sonnenuntergang auf so einem Foto geht nicht. Hier würde ich auch wieder die Szene noch ein bisschen anpassen an den Hintergrund. Und dann seht ihr schon hier vorne den Sand, den Strandsand, dass ihr den in der Farbe anpasst. Der passt sich quasi der Hintergrundfarbe des Ganzen an. Und wir haben hier nochmal ein bisschen eine harmonischere Farbabstimmung. Auch hier kann man das mit den Sonnenstrahlen nochmal einfügen.
setzen hier unser Sonnen. Nicht immer ist jede Fotolocation so extrem gut vom Himmel her. Jetzt fährt man irgendwo hin und möchte ein Foto machen und sagt dann, ach Mensch, heute ist wirklich ein bisschen bedeckt. Macht trotzdem euer Foto, holt euch die Lumina 4 und dann könnt ihr jeden Hintergrund einfügen, den ihr haben wollt. Zu den Hintergründen selber nochmal. Ihr habt ja hier zwar eine Vorlage, aber man kann auch, ihr seht hier unten, benutzerdefiniertes Himmelbild laden. Das heißt, wenn ihr mal selber irgendwo schon mal einen coolen Sonnenuntergang fotografiert habt oder ihr habt eine Himmelsstruktur mit Wolken etc. Ich habe hier zum Beispiel auch mal selber einen blauen Himmel fotografiert. Dann seht ihr schon, kann man die selber reinladen und seinen eigenen Himmel hier platzieren. Das heißt, ihr seid nicht an die Vorlagen gebunden. Das wird jetzt natürlich, je mehr Leute sich Lumina zulegen, desto mehr werden natürlich die gleichen Hintergründe jetzt haben. Und es wird immer ähnlichere Fotos geben. Deshalb könnt ihr da auf jeden Fall mal eure eigenen Hintergründe reinladen oder auch Fotos kombinieren, um da dann entsprechend eigenständiges Ergebnis zu erzielen. Aber erstmal, hier ist eine große Auswahl drin. Das Lumina selber bietet auch noch Pakete zum Nachkaufen an, damit man hier wirklich nicht nur die 20, 30, die hier mit bei sind, hat und quasi jedes Foto immer den gleichen Sonnenuntergang hat. Man kann das im Übrigen auch noch kippen, den Hintergrund. Ich zeige es euch hier auch nochmal. Hat verdoppelt quasi nochmal die Möglichkeiten der Anwendung der bereits enthaltenen Hintergründe. Lumina ist ja sowieso so eine Kreuzung für mich. Ich lehne mich mal da weit aus dem Fenster zwischen Lightroom und Photoshop. Wer mit dem Fotografieren anfängt, das hobbymäßig macht, da würde ich für meinen Teil fast behaupten, dass du da mit Lumina besser bedient bist wie mit Lightroom und Photoshop zusammen. Du hast hier zwei Programme, gibt es auch nur im Abo. Lumina kostet im Moment 69 Euro. Da hast du ein Programm. Da kannst du sowohl deine RAW-Datei als auch eben solche Spielereien im Nachhinein vernünftig bearbeiten und musst nicht mit irgendwelchen Supermasken, Ebenen etc. arbeiten. Du kommst schnell zum guten Fotoergebnis und das ist ja eigentlich bei der Fotografie gar nicht so schlecht, wenn man im Nachhinein nicht noch so viel Arbeit reinstecken muss. So, ihr seht's, also mit wirklich wenigen Klicks und keinen ausgereiften Photoshop-Kenntnissen über zig Stunden, die man sich anlernen muss, kann man hier mit Lumina 4 den Hintergrund, die Wolken oder auch eben die Wolken, die nicht da sind, durch einen super spektakulären Hintergrund ersetzen. Finde ich genial, hat mir wirklich gut gefallen und das war letztlich auch einer der Punkte, die für mich ausschlaggebend waren, jetzt das neue Lumina 4 zu kaufen. Vielleicht habt ihr es auch schon probiert, vielleicht habt ihr das neue Lumina auch schon da, dann lasst mir doch mal einen Kommentar da, was für euch die Beweggründe waren, diese Software zu kaufen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch dafür da und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.